Natürlich eine sehr schwierige Frage und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Einerseits würde man sich sehr wünschen, dass die Ukraine mehr Unterstützung bekommt, auch dass sie sich verteidigen kann gegen diesen Angriff. Andererseits ist natürlich durchaus auch die berechtigte Sorge da, dass bei der Unberechenbarkeit, die das russische Regime jetzt darstellt, eine Eskalation nicht auszuschließen ist. Und der dritte Punkt ist natürlich, deutsche Panzer in der Ukraine sind natürlich geschichtlich immer so ein bisschen heikel. Ich habe ehrlich gesagt keine genaue Meinung dazu. Ich finde es eher ein sehr komplexes Thema, wo ich das Gefühl habe, dass zu viele Leute schon eine Meinung haben und dass es eigentlich zu komplex ist, um sich da eine Meinung zu bilden und dass man da eigentlich sehr tief sich mit dem ganzen Thema auseinandersetzen müsste, um überhaupt eine Meinung zu haben. Ich bin gegen Waffenlieferung generell, weil ich denke, dass es den Krieg nur noch mehr in die Länge zieht und noch mehr Menschen umkommen. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so gehen soll. Das wird nur schlimmer, finde ich, durch Waffenlieferung. Ich bin für Verhandlung. Ich finde aber schon, man sollte die Ukraine unterstützen. Aber es ist für mich immer noch nicht klar, wie weit das noch gehen soll und wann es so das Ende irgendwie auch in Sicht ist. Also ich bin da zwiegespalten. Ich bin der Meinung, wir setzen uns für einen Krieg mit ein. Und ob dabei was rauskommt, glaube ich nicht. Denn ich bin ja, wie gesagt, der Meinung von vornherein, dass da die Ukraine den Krieg sowieso nicht gewinnen kann. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn sich wir hier an den Tisch setzen würden und sagen würden, und alles andere ist Unsinn.